Ich habe 2023 Abi gemacht und es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die ich so nicht mehr machen würde, die ich damals aber in der Oberstufe gemacht habe. Gleichzeitig gibt es einige Dinge, die ich wirklich jedem empfehlen würde, so zu machen und für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Letztendlich habe ich ja auch ein 1,0 Abi geschafft und möchte euch dementsprechend heute mal meine besten Tipps mitgeben und euch mal diese 5 Dinge mitgeben, die ich genauso wieder machen würde, die ich kein bisschen bereue. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich lade hier ganz viel zum Thema Lernen, Motivation und Produktivität hoch. Studiere mittlerweile Jura, also kommt auch ein wenig Jura-Content online, aber hauptsächlich noch ganz viel zum Thema gut, aber generell sehr viel zum Thema Gutnoten und natürlich auch noch weiterhin für die Abi-Zeit. Das allererste, was ich jedem empfehlen würde, sofern ihr Abitur macht, ist es, ein extra Fach zu wählen. Normalerweise hat man, glaube ich, 10 Fächer in der Oberstufe und muss dann eben diese 10 Fächer belegen, alle 10 ins Abi rein und im Endeffekt kann man dann 2 Noten streichen. Also, falls ihr das nicht wisst, im Abitur darf man einige Noten einfach nicht einbringen, sprich die schlechtesten Noten werden einfach gestrichen, die schlechtesten 2. Bei mir gab es aber die Möglichkeit, und ich glaube, diese Möglichkeit gibt es bei vielen Leuten, noch ein extra Fach zu wählen. Sprich, man wählt statt 10 Fächern 11. Und ich glaube, ich hatte sogar 12, weil ich noch einen extra Kurs gemacht hatte, aber das ist jetzt gerade für diesen Punkt irrelevant. Und ich habe nämlich das Extrafach gewählt und das Gute daran war, dass ich deswegen mehr Noten streichen konnte. Das heißt, weil ich nicht nur ein Extrafach hatte, sondern 2, konnte ich halt diesen 2 Noten auf einmal 6 streichen, weil ich ja eben diese 4 Halbjahre umsonst gemacht habe, beziehungsweise extra gemacht habe. Und dementsprechend hätte ich sie auch einfach streichen können. Das heißt, jetzt wenn euch irgendwie auffällt in der Oberstufe, okay, Mist, ich komme mit diesem Extrafach nicht klar, das war jetzt doch zu viel Druck für mich, noch was zu wählen, ihr könnt es im Endeffekt auch komplett rausstreichen. Es gibt meiner Ansicht nach aber sehr viel mehr Möglichkeiten, einen noch besseren Schnitt zu haben, weil du eben noch mehr Möglichkeiten hast, eine gute Note zu erreichen. Daher, das bereue ich auf gar keinen Fall. Ich würde immer wieder ein Extrafach wählen und letztendlich war das auch wirklich nicht viel mehr Aufwand. Ich glaube, das waren halt 3 Stunden, also 3 mal 45 Minuten in der Woche mehr und das ist halt wirklich nicht viel. Und das Gute ist, ihr müsst ja nicht von diesen 6 Noten, die ihr streichen könnt, euer Extrafach streichen. Beispielsweise war mein Extrafach Wirtschaft und ich habe aber alles von Wirtschaft reingebracht, weil ich jedes Halbjahr 15 Punkte hatte. Und ich konnte aber, weil ich Wirtschaft extra noch gewählt hatte, 6 Noten ja streichen und deswegen konnte ich halt 4 in Sport und 2 in Geschichte streichen, was meine schlechtesten Fächer waren. Und hätte ich aber das Extrafach nicht gewählt, hätte ich das nicht gekonnt. Deswegen, ich finde es einfach super und fand es sehr gut, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu machen. Die zweite Sache, die ich regelmäßig gemacht habe, ist, den Stoff mit meinem eigenen Leben zu verknüpfen. Also wenn ich was im Unterricht gehört habe, habe ich immer versucht, eigene Connections mit meinem Alltag und mit dem, was ich schon kenne. Ich hatte zum Beispiel Politik-LK und da ist natürlich sehr, sehr einfach, wenn ich irgendwas gehört habe von wegen, ja, und dann der Politikzyklus oder so, und dann konnte ich mir selbst überlegen, okay, wie ist das so? Oder man konnte das eben gut auf die Politiker beziehen. Wenn wir beispielsweise in Deutsch Kommunikationsstrategien hatten, das war, glaube ich, unser Q1-Thema, Kommunikation, habe ich versucht, immer das auf mein eigenes Leben zu beziehen und deswegen konnte ich mir den Stoff so viel verständlicher machen und gleichzeitig aber auch besser merken. Es gibt auch eine gute Lernmethode, mit Serien zu lernen. Das habe ich auch in meinem Buch erklärt. Und zwar kann man da einfach versuchen, den Stoff, den man lernt, auf seine Lieblingscharaktere zu beziehen. Ich finde, es hat mehrere Vorteile. Zum einen macht es mega viel Spaß. Zum anderen merkst du dann erst richtig, ob du es verstanden hast. Aber wenn du es halt nicht anwenden kannst, hast du es eigentlich nicht verstanden. Und das habe ich auch ganz oft gemerkt. Dann kannst du dir, wie gesagt, nochmal verständlicher erklären. Und der vierte Punkt ist, du merkst es dir auch deutlich besser. Die nächste Sache, die ich in der Oberstufe wirklich immer gemacht habe und für die ich sehr dankbar bin, ist meine Pausen zu nutzen. Also meine Freistunden zu nutzen, die ich leider oft hatte. Dabei ist ja der Stundenplan so blöd gelegt, dass man Freistunden hat. Und ich fand das erst ganz cool. Dachte mir so, ja, chillig, habe ich halt eine Pause zwischendurch. Aber das Problem ist ja, deswegen wurde der Tag auch länger. Also ich musste länger in der Schule bleiben oder schon früher kommen. Und das ist halt ziemlich nervig. Und deswegen habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, diese Freistunden aber immer zu nutzen. Also ich habe dann Hausaufgaben gemacht, schon gelernt und sowas alles, andere Dinge abgearbeitet. Und es hat mir so viel Zeit erspart, weil ich finde, in der Schule hast du eh diesen Lern-Vibe. Du musst eh was machen, du kannst jetzt nicht dich hinschillen und irgendwie Netflix gucken oder so. Zumindest bei mir ging das nicht in der Schule. Und deswegen kannst du auch da einfach die Aufgaben erledigen. Wenn du zu Hause bist, ist alles schon erledigt. Also das ist wirklich ein toller Tipp. Und ich mache das auch jetzt noch in der Uni so, dass ich wirklich einfach so Freizeit nutze. Wenn ich zum Beispiel zwischen Vorlesung und AG Zeit habe oder wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Uni bin in der Bahn, dass ich irgendwie so diese Zeiten, die eigentlich so unnötige Zeitverschwendung sind, sage ich jetzt mal, zu nutzen, damit ich dann zu Hause eher chillen kann und zu Hause auch früher fertig bin mit meinen Sachen. Der nächste Punkt ist, ich habe die mündliche Note immer als etwas sehr Wichtiges gesehen. Und ich finde, oder ich bin der Überzeugung,
Überzeugung, dass das, glaube ich, meinen Abischnitt erheblich angehoben hat, weil sehr viele gute Noten von meinem Zeugnis durch die mündliche Note kamen. Und falls ihr mehr wissen wollt zum Thema mündliche Note, guckt gerne mal bei meinem Video vorbei. Ich habe dazu schon mal was gemacht und habe auch in meinem Buch noch mal ein ganzes Kapitel dazu, wie man gute mündliche Noten erreicht. Es ist, habe ich da auch geschrieben, wie so ein Ass, den du immer im Ärmel hast und eine Sache, die dein Zeugnis enorm aufwerten kann. Der nächste Punkt ist, ich habe die richtigen LKs gewählt. Und das ist jetzt ein bisschen blöd für Leute, die es vielleicht schon gewählt haben, aber für die Leute, die bald wählen oder noch wählen müssen, ich würde immer nach 3 bestimmten Kriterien wählen. Es ist zum einen nach eigenen Interessen, also was macht dir Spaß, was liegt dir auch, worauf hast du Bock und vor allem auch für welches Fach möchtest du auch gerne lernen und du findest es nicht schlimm, für dieses Fach 5 Stunden eine Klausur zu schreiben, weil das macht man dann im Abi später. Zweitens die Lehrer, also wow, ich glaube, Lehrer machen unglaublich viel aus, allein schon die Art, wie sie unterrichten, wie ihr mit ihnen klarkommt, was für Schwerpunkte sie setzen, aber auch eben, wie sie euch bewerben. Deswegen, das würde ich mir vorher angucken, falls es die Möglichkeit gibt. Bei uns war das auch nicht so, dass wir jetzt genau wussten, welcher Lehrer rankommt, aber wir konnten schon mal vermuten, aufgrund eben der Jahre zuvor, welche Lehrer immer bestimmte LKs hatten. Man konnte auch ein bisschen nachfragen, also teilweise hat man ja schon mal so Tendenzen, welche Lehrer im Endeffekt die LKs übernehmen werden. Und das dritte sind die Leistungen. Also einfach, falls ihr ein gutes Abi machen wollt, dann guckt einfach, was liegt euch, was könnt ihr gut, was waren im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren die Fächer, in denen ihr gute Noten erreicht habt. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Prognose für die Zukunft. Und dann ist es vor allem, dass ich die richtigen Lernmethoden hatte. Das ist jetzt wieder ein riesiger Punkt, wo es gefühlt tausende Unterpunkte wieder gibt. Aber dafür gibt es ja hier auch meine ganzen Videos auf meinem Kanal. Daher schaut da gerne vorbei oder bestellt euch mal mein Buch vor, was am 19. März rauskommt. Das ist ein kompletter Guide für die Schule, aber auch für die Uni. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Ganz viel Spaß dabei und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!